Wir haben jetzt unseren 2018er GT, unseren Rotwein im Glas. Ein ganz neuer Wein, wo wir jetzt zum ersten Mal so abgefüllt haben. Ja, Evangelos, du hast ihn probiert, ich habe nichts dazu gesagt. Ja, ich sage auch nichts. Ich sage schon ein paar Worte. Ich werde versuchen, den Wein ein bisschen zu beschreiben, dass ihr auch wissen, auch von meiner Seite, wie Rief hier schmeckt. Aber Rebsorte bleibt geheim, das war unsere Abmachung und eine schöne Überraschung, glaube ich, gell? Ja. Oder? Was man auf jeden Fall sagen kann, es ist zu 100% eine Rebsorte, was da dahinter steckt. Und in der Lage, wo er gewachsen ist, stehen wir jetzt auch gerade, sind alles Trauben aus, ganze Trauben. Also normalerweise wird der Rotwein, bevor die Maischegärung startet, abgebeert. Das haben wir alles nicht gemacht. Wir haben die Traube direkt so, von Hand geerntet in die Bütte rein. Und dann sind sie so ganz vorsichtig quasi eingestampft worden. Und mit der Rabe, wie es auch im Burgund, jetzt beim Spätburgunder teilweise gemacht wird, mit der Rabe vergoren, dass man einfach auch eine sehr schöne, interessante Struktur kriegt. Ja, wie hast du das empfunden? Ja, genau so. Also das ist so, wenn man Gansraubepressung macht, man spürt auch die Kraft und die Fülle der Weine besser. Auch diese feine Tanninstruktur, die Happen, da kommen wir noch dazu. Und gibt diesem Wein sicherlich eine sehr spannende, unerwartete Ausgang. Deshalb, es ist schon was Besonderes hier, was wir haben in der Flasche. Und es ist sehr gut gelungen, finde ich. Ja. Ja. Freut mich. Ja, also ich hoffe, ihr habt jetzt den Wein alle schon mal eingeschenkt daheim und schwenkt den mal so ein bisschen. Der Evangelos wird jetzt auch gleich ein bisschen euch sagen, was man hier alles so schmecken kann. Aber jetzt nochmal zu dem Ausbau, sage ich mal, mit ganzen Trauben und auch quasi mit der Stiele, was ja schon ein bisschen ungewohnt ist. Da denkt man ja gleich, wenn die Stiele dabei sind, wird er sicher bitter. Aber man lässt natürlich nicht ganz so lang auf der Beere Haut wie jetzt ohne Stiele. Aber man kriegt eine ganz andere Art, sage ich mal, von der Struktur auf dem Gaumen. Und es bringt auch einfach was sehr Fruchtiges, was Erfrischendes und ich finde auch was sehr Langes, Durchgängiges auf dem Gaumen. Oder wie empfindest du das? Ja, aber genau so. Also diese Beerigkeit, diese Fruchtigkeit ist also extrem. Also wenn man diese Wein aufmacht, man explodiert so eine Beerenkorb die Nase entgegen. Also viel Himbeer, Erdbeeren, Cassis. Aber ganz typisch für diese Rebsorte, ein bisschen Pfeffer und Mandel ist dabei. Verrät ein bisschen die Rebsorte, aber eine sehr, sehr schöne Farbe. Hat natürlich mit der Maische auch zu tun. Wir haben hier eine sehr strahlende Farbe in der Nase, unglaublich aromatisch. Wir haben Süßkirschen, Kirsche, Sauerkirsche, Pfeffer, ein bisschen Schokolade, ein bisschen Hauchkakao. Also es ist unglaublich sehr fruchtig und sehr animierend, sehr verführerisch, finde ich, in der Nase. Mhm. Ja. Also ganz, ganz, ganz toll. Ja. Also ich probiere den am Gaumen, dann, dass Sie auch ein bisschen empfinden können, was ich auch tue. Ja, am Gaumen bleibt ja genauso spannend. Ein Wein, ich würde sagen, sehr zugänglich. Ein Wein, den man gut trinken kann, Tag für Tag. Ein Wein, der richtig Spaß macht. Ich persönlich würde den nicht zu warm einschenken. Also ich würde gern euch empfehlen, alle zwischen 14 Grad, 16 Grad maximal. Dazwischen wäre es sehr schön. Und am Gaumen bleibt der so mit einem schönen Druck, er hat eine sehr schöne Saftigkeit, das macht auch Spaß, man hat auch Lust auf den zweiten Glas, finde ich eine schöne Säure, eine animierte Säure, sehr positiv, gut angebunden, wir haben auch eine sehr schöne Fruchtigkeit, auch hier am Gaumen, mit schönen Erdbeeren, Himbeeren, Kirsche, Cassis, fast auch Cassis Saft und ein Hauch Feige, finde ich, ein Hauch Feige. Macht den Wein unglaublich attraktiv und sehr spannend, sehr, sehr zugänglich, sehr weich. Der Wein ist sehr rund und sehr angenehm zu trinken. Also auf der, jetzt gerade bei so einem wunderbaren Wetter mit einem schönen Sonnenuntergang einfach vor der Tür zu sitzen und ein Glas davon trinken, macht richtig Spaß. Doch, also bin begeistert, ich bin gespannt, was Sie als Rebsorte
als Blindverkostung herausfinden werden. Ich sage nichts. Okay? Ja. Also zu messen gibt es auch, wenn ihr wollt. Ich kenne auch was dazu, was ganz Tolles machen. Also ich glaube, einen schönen Pellhuhn oder einen Huhn mit einer schönen frischen Feigen und einen schönen Feigenjus mit einem Hauch Pfeffer abgeschmeckt oder einen schönen Rehrücken oder kurze Rehmedaillons mit Preiselbeeren und Birne. Und warum denn nicht was Rustikaleres, einen schönen Flammkuchen mit schönen roten Zwiebeln und Thymian dazu, einfach ein Radicchio-Salat noch dazu, einfach glaube ich schön. Aber eins können wir sagen, ne, ab sofort werde ich die Rezepte auch Ihnen auch verraten, das werden wir dann in unsere kleine Video einbauen. Ne? Genau, also das wird dann alles auch schriftlich, dass ihr es daheim auch einfach noch leichter nachkochen könnt, jetzt wie im Sommer. Kamen auch viele Anfragen, wo darauf abgezielt haben, dass man die Rezepte einfach auch besser nachkochen kann. Und da versuchen wir so ein bisschen drauf einzugehen. Und wie gesagt, wir sind gespannt, was ihr zu dem Wein meint und auch auf welche Rebsorte ihr tippt. Und die ersten drei richtigen Tipps, sage ich mal, da lassen wir uns auch was einfallen. Gell? Ich wünsche euch viel Spaß damit. Sehr zum Wohl. Gell? Und viel Glück. Gell?